Willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. Pierre-le-Fier hängt da so rum, er hat ja nichts Besseres zu tun. Ja, wir werden dich gleich befreien, doch vorerst möchte ich mich umschauen. Und zwar, wo ist denn die Markierung mit der Schatzsuche? Ah ja, da ist das. Na, dann gehen wir doch gleich mal hin. Ach so, okay, ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht. Okay. Wir müssen da wahrscheinlich mit dem Phantomsprint rüber. Oder Phantomsprung. Ja, so war es, glaube ich. Ach, da kann ich auch noch rüber. Ich sehe gerade nicht durch. Da kann ich rüber. Und wo war das andere jetzt nochmal? Alles ein bisschen sehr... Ach so, okay, alles klar. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo ich hin muss. Erstmal hier rüber. Ach, da gibt es nichts zu sehen. Oh. Erstmal gepflegt von Bord gehauen. Okay, da kann ich hoch. Ist hier noch irgendwie was zum Rüberspringen? Ich sehe hier nichts. Da will ich eigentlich hin. Aber die Frage ist, kommen wir da auch hin? Wahrscheinlich von etwas weiter oben. Denn ich würde ganz gerne die Nebenmission machen. Und ja, ich komme von hier aus ran. Ich halte natürlich die Augen und die Lombax-Ohren spitze ich natürlich auch. Also die Augen halte ich offen und ich spitze die Ohren, so wollte ich das sagen. Denn ich möchte ganz gerne auch die Schraube haben. Okay, jetzt haben wir mal hier. Na, 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 Jungs. So haben wir aber nicht gewettet. Ach du Scheiße, jetzt kommen wir noch mehr. Okay, ich habe gerade gesehen, denen kann ich keinen Schaden zufügen, wenn die nicht auf dem Schiff hier sind. Er warnt uns. Okay, jetzt habe ich Angst. Wo ist denn jetzt Supernova-Sturm? Das wollte ich ausprobieren. Boah, wie geil ist das denn? Okay, die Farbe ist jetzt gewöhnungsbedürftig von den Schüssen, gebe ich zu, aber ist ganz nice. Ein neues Maschinengewehr. So vom Style her macht das auch echt was her. Hauptsache, wir finden dafür auch genug Munition. Ein bisschen schneller, bitte. Ja, ja. Halt die Füße still, Pierre. Komm ich hier wieder hoch? Nee. Aber da war noch eine Plattform. Oh mein Gott, was ist das hier? Ein Tanzsaal? Der Nachtstern-Anlegeplatz, ja geil. Okay, hier kann ich nicht schießen. Okay, er ist wegen der Action hier. Oh, das wollen wir erstmal sehen. Nachladen, Ratchet. Das Ding Cooldown. Verletzungen sollte ich ab jetzt vermeiden. Alles klar, Clank. Danke für die Info. Ist ja nicht so, dass ich das nicht gewusst hätte. Oh, verdammte Axt. Okay, keine Munition. Das ist nicht so toll. Steigen wir auf den Blitzerblätter um. Schnell noch ein bisschen Energie sammeln, was? Wäre wahrscheinlich besser. Ja, geiler Scheiß, wie weit das immer geht. Echt geil. Haben wir den jetzt? Jawohl. Wo ist denn Energie? Oh nein, da war Energie. Okay. Machen wir es nochmal. Gar kein Problem. Spielen wir hier täglich Grüß das Murmeltier. Wir erleben alles nochmal. Okay. Wartet mal, und jetzt die andere Waffe noch, wenn es geht. Oh mein Gott. Schön geerdet bleiben, auch geil. Den muss ich mir merken. Ah, verdammt, Cooldown. Ach, da oben schießt ja auch noch einer. Ja,
Habe ich nicht gesehen. Ja, mach das mal. Ich versuche das mal. Viel Glück dabei. Potzblitz, wa? Mann, die Beute muss echt spektakulär sein, wenn sie von so vielen Piraten bewacht wird. Ja, wollen wir es hoffen. Überhitzt gleich! Ja. Diesmal entlässt du nicht! Ja, wenn nicht, machen wir es normal, ne? Okay. Die Waffe ist leer. So, das sollte reichen. Oder auch nicht. Da kommt die zweite Welle. Das ist wieder so eine Art Arena-Kampf. Reicht das jetzt, Jungs? Nee, das war's noch nicht, wa? War ja klar. 13 Schuss habe ich aber noch. Okay, das war's dann auch. Mr. Partypilz, natürlich, was sonst? Die perfekte Location für die Partypilze. Ich sehe hier keine Beute. Vielleicht übersehen wir irgendetwas. Ja, wahrscheinlich ist das so. Hier vielleicht? Hier muss es doch irgendwas geben. Ich komme bestimmt da hoch, wa? Oh! Okay, hier scheint mal richtig zu sein. Beschützt die Beute! Beschützt die Beute! Welche Beute denn? Bitteschön, Partypilz für euch. Und dann nehmen wir. Ja, nochmal Supernova-Sturm. An den Cooldown von der Waffe muss ich mir echt gewöhnen. Oder ich schieße damit einfach zu lange. Kann auch sein. Oh, verdammt, keine Munition mehr. Weg mit euch. Na, na, na. Verstecken spielen wir ja nicht. Ist das hier die Beute? Ein Kartomat? Klasse! Ja, das ist richtig toll. Der Kartomat zeigt... Hey, das ist mein Teleporter. Ja, irgendwas zeigt er auf der Karte an. Ich wollte es gerade vorlesen, doch so schnell war ich nicht. Er zeigt irgendwas auf der Karte an. Ach so, ja, geiler Scheiß. Okay, wir haben bis jetzt noch nichts verpasst. Da drüben ist der Spionbord, Raritanium, ein Flitzkäfer haben wir auch noch. Da ist eine goldene Schraube und da auch. Und da hinten ist das letzte Rüstungsteil. Wir markieren uns erstmal das Raritanium. Das ist da unten. Achso, ja, ich glaube, ich weiß, wo es war. Können wir da auch wieder runter? Tatsache. Ja, das ist ja schick. Sind jetzt hier auch wieder Gegner? Nee, Quatsch, das ist ja doch nicht da, wo ich gedacht hatte. Aber hier kommen wir hoch. Und hier muss es dann aber auch irgendwo sein. Ja, da haben wir es. Immer her mit dem Raritanium. Na, Ratchet, da wollte ich eigentlich hoch, ne? Weißt du? Ja, ja. Wir hören sogar Pierre von hier aus schreien. Er hängt da einfach so rum. Meine Zeit hat er ja, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Nun warte doch mal. Wir müssen erstmal gucken. Hier würde ich ganz gerne erstmal hin. Das ist aber... Ja, das ist da hinten, ne? Wie komme ich denn da hin? Ein bisschen schneller, bitte! Ja, ja, bleib locker, Pierre. Ich gucke gerade mal, wie ich da rüberkomme. Da würde ich ganz gerne hin. Ne, aber wahrscheinlich nur von hier drüben, da wo Pierre ist. Und jetzt würde ich mal ganz gerne sehen, wo ist denn bitteschön der Goldbolt? Ah, ja, okay, ich verstehe. Da kommen wir dann mit dem Flitzkäfer rüber. Ja gut, aber der Flitzkäfer ist ja da. Nur da kriegen wir den auch. Hier ist diese Plattform... Komme ich denn jetzt wirklich wieder rüber?
Ich versuch das mal. Ein bisschen schneller, bitte! Das schaffe ich dann nie und nimmer. Nee, das schaffe ich nicht. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube sogar, dieser Teleporter, wo wir da oben gerade waren, den müssen wir auch nehmen. Sicher bin ich mir nicht, aber ja, das ist jetzt die einzige plausible Variante. Da liegen noch Schrauben. 12.564 haben wir auch schon wieder. Hallo? Ach so, der Lift war oben. Ich habe mich schon gewundert, warum es nicht nach oben geht. Ja, sehen wir nicht geil aus mit unserem Schlüsselschwert Kingdom Hearts. Lässt grüßen. So, Ratchet. Wo müssen wir denn jetzt hin? Warpen zum Plündermarktplatz. Ja. Können wir dann machen? Kann ich hier was? Nee, wahrscheinlich nicht, wa? Naja. Wir warpen uns mal zurück. Da sind wir auch schon. Jetzt sind wir wieder hier. Und ja, ich würde ganz gerne irgendwie darüber. Aber das schaffe ich ja nicht. Achso, ja gut, mit dem Flitzkäfer komme ich dann hier rüber. Aber ich muss ja erstmal zum Flitzkäfer hinkommen. Ich sehe jetzt hier auch nicht, wie ich jetzt eventuell darüber kommen sollte. Vielleicht von da oben? Gibt es hier noch was anderes? Darüber war und dann... Nee, das schaffe ich auch nicht. Verdammt, und von da unten komme ich auch nicht weiter, glaube ich. Da unten waren wir ja auch schon. Hm, okay, ist eine prekäre Situation gerade. Ein bisschen schneller, bitte! Ja, ja, ja. Na komm, befreien wir erstmal Pierre, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie anderweitig noch einen Mechanismus haben. Da kann ich dann hoch, da unten war ich. Da hinten war jetzt nichts weiter. Von da oben komme ich auch nicht darüber. Da oben sind noch weit... Achso, ich glaube, wir müssen das hier erstmal machen, um weiter höher zu kommen. Ich gucke schon wieder nach irgendwelchen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Dabei müssen wir das hier erstmal machen. Normalerweise würde ich Freunde nicht helfen, aber ihr habt mein Leben gerettet. Und ich bin Pierre Lefer, Gentleman extraordinaire. Für eine Audienz bei Captain Quantum müsst ihr die Piratenprüfungen absolvieren. Was ist das? Eine Tradition so alt wie Grog, bei der sich alle Piraten ihre Lorbeeren verdienen. Geht zum Schönelberg, schließt die Prüfungen ab, dann findet ihr den Captain. Warum haben wir das denn jetzt gedreht? Da oben komme ich jetzt nicht mehr hoch. Glaube ich nicht. Nee, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Hier hängt hier einfach nur am Haken. Hier muss ich hin, wa? Ah, ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, ich glaube, ich weiß dann vielleicht doch, wie ich darüber komme. Und zwar, na gut, okay, das sieht doch ein bisschen weit aus. Aber ihr dürft ja nicht vergessen, wir haben ja auch noch unsere... Na, wie machen wir das nochmal? Genau. Die Dinger haben wir ja noch. Was ist mit dir? Habe ich total vergessen, dass wir noch die Hoverstiefel hatten. Hier ist ziemlich suspekt. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue. Geht mir auch so, aber nur mit ihm finden wir Captain Quantum. Wir müssen bloß diese Prüfungen bestehen. Wir bleiben am Ball, ne, Ratchet? Auf jeden Fall. Ah, da ist Raritanium. Da komme ich aber hin. Glaube ich. Jawohl. Ja, komme ich dann auch so zurück? Ah, gerade so. Da hinten ist die goldene Schraube. Und hier ist ein Schiffchen. Kann ich das steuern? Nee, kann ich nicht.
Ah, da kann ich rüber. Moment. Macht man Grog aus? Der Flitzkäfer wäre bestimmt froh, hier rauszukommen. Ja, das wäre wahrscheinlich so. Ist hier echt ein Flitzkäfer, ja? Der wurde aber auf der Karte nicht angezeigt. Offenbar liegt der Fuß des Schädelbergs gleich hinter diesem Schiffswracks. Ah. Okay. Da ist aber noch Raritanium. Haben wir gerade eine Truhe geöffnet? Kann es sein, dass ich gegen die Truhen auch gegenschlagen kann, dass sie dann auch Schräubchen hinterlassen? Ich glaube, das ist so. Bitte komm gut an! Bitte komm gut an! Hat das Kerlchen einen Turbo? Naja, warte mal, Ratchet. Jetzt markieren wir uns erstmal das Schräubchen. Schädelberg direkt voraus! Okay, jetzt weiß ich, ob ich da hinten rankomme. Wir drehen erstmal bei. Sagt man ja so. Im Piratenjargon. Und dann holen wir uns das Schräubchen. Ich muss nur im richtigen Moment den Schub einsetzen. Jawohl. Na toll, wir sind gestrandet. Ja. Echt jetzt? Wir wurden gefressen? Moment. Naja, egal. Macht man Grog aus? Der Flitzkäfer wäre bestimmt froh, hier rauszukommen. Hat das Kerlchen einen Turbo? Ach so, stimmt ja. Ratchet kennt die Dinger ja noch gar nicht. Ich muss jetzt aber auch mal gucken, wie ich da rüberkomme. Ich hoffe, das ist hier der richtige Weg. Ohne Feuerring. Also hier richtig zirkusreif, die Nummer. Der Imperator hat also jeden vernichtet, der sich ihm entgegenstellt. Ja, Ratchet hat er. Sir Rivet und Captain Quantum? Sieht ganz so aus. Okay, der Widerstand scheint stark zu sein, vor allem mit Rivet. Aber die Piraten, wie konnten sie so lange durchhalten? Captain Quantum muss wirklich brillant sein. Ja, ist er das auch? Ach, das Ding kann ich auch schlagen, okay. Das war nur ein einzelner Gegner. Jawohl, da ist der Spionbord. Eingeschlagen, geil. 7 von 10. Was sind das denn hier für Dinger? Okay, die droppen nur Schrauben. Das ist ja kaum zu glauben. War das schon alles? Nee. Raritanium scheint ja noch zu sein. Okay, ins Leiden machen wir mal mit den Hoverstiefeln weiter. Weißt du, Adonis wäre ein herrlicher Urlaubsort. Würde man nicht ständig Gefahr laufen, massakriert zu werden? Das gilt offenbar für die meisten Orte, die wir besuchen. Da muss ich Ratchet recht geben. So wirklich Urlaub können wir hier nicht machen. Wo ist jetzt das letzte Raritanium? Da hinten muss es irgendwo sein. Ja, genau. Da ist es. Hoffentlich. Ja, da ist es. Sehr schön. Okay. Hätten wir diesen Bereich auch abgeschlossen, dann holen wir uns den Flitzkäfer. Hier vorne haben wir anscheinend alles. Laut Karte ist das auf jeden Fall so. Und hier hinten gibt es die letzte Rüstung und die goldene Schraube. Da wollen wir ja hin und von da, ja, da kriegen wir dann den Rest. So, dann holen wir uns jetzt den Flitzkäfer. Ist das jetzt eigentlich immer so, dass wir jetzt, wenn wir diesen Kartograf haben, dass auf jeder Karte, egal auf welchem Planeten wir sind, dann auch alles angezeigt wird? Wenn ja, ist das richtig geil. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Blitzkäferlein! Komm, wir drehen eine Runde. Ich muss noch mal gucken, wo muss ich denn hin? Achso, okay, da hinten jetzt auch zurück. Bin ich hier richtig? Ja, hier scheine ich richtig zu sein. Hoffentlich komme ich hier durch. Wow. Echt jetzt? Direkt voraus. Okay.
Das Vieh hat keine Bremsen, oder? Nö, glaube ich nicht. Oh ja, er ist abgetaucht. Du bist schon mal einen dieser Flitzkäfer geritten, oder, Clank? Wenn man sich verzweifelt festklammern Reiten nennen kann. Unter anderem. Mal gucken, das ist fast auf Stufe 2. Jawohl, Stufenaufstieg. Achso, das ist das Gesamtlevel. Stufe 7. Ich habe gedacht, das wäre das von der Waffe. Da geht's weiter. Schießen wir uns doch mal da hoch. Er erinnert sich wohl an uns. Und er verfolgt uns? Ja, das tut er wahrscheinlich. Uah! Stufenaufstieg, Supernova-Sturm ist Level 2. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ah. Gebe ich dir recht, Ratchet? Willkommen zu den Piratenprüfungen! Na, wer wird heute mit uns Säbel rasseln? Was? Was, die Piratenprüfungen? Aha, okay. Eure Prüfung wartet! Ja, okay, dann lassen wir die Prüfung nicht länger warten und dann gehen wir das dann auch gepflegt in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn ihr, wie immer natürlich, wissen wollt, wie es weitergeht auf dem Piratenplaneten, dann schaltet auch zur nächsten Folge ein. Dann geht's weiter mit Ratchet & Clank Rift Apart.